Herzlich willkommen zurück in meinem virtuellen Stempelstudio. Hier ist wieder eure Jasmin von Time to Stamp. Dann wollen wir doch gleich mal loslegen. Ich habe ja jetzt vor kurzem erstmal mich wieder zurückgemeldet auf meinem YouTube-Kanal. Und heute dachte ich mir, jetzt packe ich es an und möchte mit einem von diesen Designer-Choice jetzt gleich mal kreativ werden. Ich habe eine Auswahl schon getroffen. Ich komme gleich noch näher dazu. Und zwar als Technik wollte ich einfach mal hier so diese ganzen Pulver, Schimmerpulver, Brusho, von der Firma Brusho gibt es die, von der Firma Infusion. Das sind alles praktisch kleine Fläschchen, wo überall Pulver drin sind und damit kann man wirklich bezaubernde Hintergründe herstellen. Die gab es eben, also Brusho ist ja eine Originalfirma auch wieder. Genau dieses Set aber wiederum gab es auch bei Stamping Up. Ich muss jetzt echt, kann jetzt gar nicht schwören, ob wir die überhaupt noch ein Programm haben. Wie ihr seht, ich befasse mich halt viel zu selten in letzter Zeit, was noch aktuell ist oder was und nicht. Also auf alle Fälle sind das lauter kleine Döschen, wo Pulver, Farbpulver drauf ist. Oben ist dann immer auch mal die Farbe angegeben. Sei es jetzt eben, ob es von Brusho eben auch ist, sei es jetzt, ob es eben direkt auch von Nuvo ist, also von der Firma Tonic. Die haben ja so sind drei geteilte Produktlinien, was eben Tonic eben auch hat. Und eine Produktlinie heißt eben Nuvo. Das sind ihre ganzen Farbkomponenten. Und das sind eben in dem Fall die Schimmerpowder. Oder halt eben, die habe ich mir auch mal auf einer Messe gekauft von der Firma Infusions. Sind auch so kleine Fläschchen, wo eben auch so Farbpigmentpulver drin sind. Und damit möchte ich Hintergründe gestalten, damit ich aus diesen schönen Stanzformen eine Karte basteln kann. Jetzt aber erstmal zu diesen Designer Choice Sets. Das ist eben auch eine Einführung von, ich hole euch jetzt mal ein bisschen weiter wieder weg, dass ihr es vielleicht kommt. Ups, jetzt habe ich euch näher rangeholt, damit ihr es komplett seht. Jetzt spiegelt es ein bisschen vielleicht wieder von meiner Lampe her. Ja, also es sind eigene Sets, in dem Fall jetzt überhaupt nichts mit Stempeln oder sonst was eben auch zu tun, sondern es sind reine Stanzsets eben nur. Und ich habe mir davon drei Stück jetzt eben mal gegönnt. Die gibt es, glaube ich, auch jeden Monat. Ich habe es jetzt nicht mehr so ganz verfolgt. Ich meine, dass das hier vielleicht sogar auch das erste war. Bin mir aber auch gar nicht mehr so sicher. Und die gibt es eben auch nur so einen bestimmten Zeitraum. Ich glaube, über einen Monat oder sowas. Und bis es halt, bis halt dann, wie es so schön heißt, solange der Vorrat halt eben auch reicht. Und die kommt in so einer Hülle. Ja, schon so praktisch in so einer Hülle, wo Löcher drin sind, die man dann praktisch gleich irgendwie in den Ringordner vielleicht eben rein abheften kann. Und dann ist es halt eben ein komplettes Standset eben nur. Ne? Also Standset natürlich für die Kurbelmaschine, also für unsere Big Shot oder von welcher Firma man die auch immer auch hat. Also sonst nichts anderes dabei. Es ist ein komplettes Kit, nur bestehend aus eben so Stanzen. Und damit lassen sich natürlich nicht nur Karten gestalten, sondern eben ja alles Mögliche. Ne? Also das hier ist zum Beispiel so eine Aufstellkarte. Zum Beispiel auch gedacht, man kann ja die Blümchen und die Libellen oder Schmetterlinge oder Herzen, was auch immer dabei ist, ja für alles Mögliche noch benutzen. Das war so mein zweites Set, was ich benutzt habe. Oh, die finde ich auch sehr schön. Ich gucke gerade mal, ob ich noch eine Karte von habe. Jetzt muss ich mich gerade mal wegbewegen. Doch ja, genau die hier. Das fand ich auch ganz toll, dieses Set hier. Und zwar hat mir das hier ganz gut gefallen, weil es praktisch, oh, muss ich mal aufpassen, hier ist schon eine kleine. Da sind ganz viele Blüten eben auch noch mit drin. Also auch ganz, ganz toll. Muss ich nur gucken, dass ich die kleinen Teilchen hier nicht verliere. Und zwar sind es hier praktisch schon so Art Kartengrößen. Upsala. Und hier ist noch ein Schmetterling runtergefallen. Also es sind ganz viele Schmetterlinge und ganz viele Blumen und Blütenblätter eben auch mit drin. Aber gerade dieses hier und das hier und das hier, das ist so ein dreiteiliges Set. Damit kann man dann solche Karten machen. Das finde ich total genial. Also man stanzt einmal das hier so aus, dann hat man eben auch jeweils dann eben auch so diese Ausstanzungen von den Blüten drin. Man kann es mit dem Spruch ausstanzen und dann gibt es eben noch so ein weiteres Panel, wo dann eben vor drauf steht und hier steht eben you, also for, just for you. Man kann das Ganze aber natürlich auch hier so abschneiden, damit man vielleicht nur so ein aufklappbares Set eben auch hat. Dann kann man eben machen, ja, für was man immer das auch benutzt. Also da wollte ich auch noch ein paar verschiedene Details eben auch benutzen. Und dann natürlich die ganzen Blütenblätter kann man ja dann eben auch nochmal separat benutzen. Das hat mich eben auch total angesprochen bei diesem Set eben auch hier und deswegen habe ich mir da eben auch das einmal gegönnt. Was ich allerdings noch nicht benutzt hatte und da möchte ich heute dazu kommen, das ist glaube ich jetzt so das Vorletzte gewesen. In der Zwischenzeit gibt es schon wieder ein neues, was allerdings aber schon, glaube ich, schon wieder ausverkauft sein soll. Und das ist jetzt eben dieses Set
Und ja, damit will ich heute mal eine Karte mit euch gemeinsam machen oder einfach mal zeigen, was ich mir darunter vielleicht vorgestellt habe. So, jetzt kann ich auch mal wieder näher rangehen. Ups. Ich versuche es immer. Ich denke so, so dürfte es reichen. Gut, dann fangen wir doch mal an. Ganz außer Atem. Ihr seht, ich bin noch nicht so ganz in Übung. Was ich zeigen wollte, ist einmal dieses hier. Ich finde das immer so genial gemacht von, in dem Fall ist es ja von der Firma Tonic. Das mal zur Seite. Und zwar dieses Beil hier, das muss man sich sogar schon so vorstellen, dass wenn man das nämlich einzeln ausstanzt, dann wird noch kein Rahmen drumherum gemacht. Also praktisch ist dieses ganze Muster innen drin in der Karte. Und egal, in welchem Format ihr das ausstanzt, habt ihr nur das Muster hier drin. Das zeige ich euch gleich mal. Außer ihr wollt das Ganze genau so haben, dann müsst ihr noch dieses hier noch benutzen. Dann habt ihr es praktisch gleich in der passenden Größe ausgestanzt. Oder natürlich kann man dieses hier natürlich auch immer wunderbar nochmal für Hintergründe erstellen. Ich zeige es euch mal, bevor ich mich hier wieder um alles Mögliche quassel. Und zwar. Hier haben wir es. Einfach, ich nehme jetzt einfach mal ein ganz normales weißes Papier. Muss nur nebendran immer gucken, nicht, dass ich hier irgendwo nicht mehr aufgenommen werde. Ja, also hier, dann hole ich mir mal meine Stanzplatten. Ich habe so eine kleine Plattengröße, da passt es wunderbar drauf. Ich lege das vielleicht mal hier so quer hin, weil ich in der Zwischenzeit meine Maschine ganz gut kenne und weiß, wo sie gut ausstanzt und vielleicht nicht so gut ausstanzt. Das ist nämlich gleich hier so mein nächster Tipp. Gerade bei solchen Stanzformen, die unwahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele kleine Elemente haben, die ausgestanzt werden sollen, da ist es wirklich sehr, sehr zum Vorteil, wenn man eine gute Stanzmaschine hat. Das kann ich euch wirklich auch sagen. So, wenn ich die jetzt hier einfach hier so in die Mitte drauflege von meinem Papier, dann würdet ihr sehen, dass er mir nur den inneren Teil ausstanzt. So. Lege ich die obere Platte mal drauf und gebe das durch meine Maschine hier durch. Die steht hier auf der Seite. Ich kurbel mal durch. Sie verschwindet aus eurem Bild, aber ihr hört es vielleicht noch hinter mir, dass ich hier fleißig am Kurbeln bin. Ich kurbel sie auch gleich wieder zurück. Der Tisch wackelt fleißig und upsala, und da kommt sie wieder raus. Mein erster Tipp: gerade bei so filigranen Stanzteilen hebe ich das noch nicht komplett auf oder entferne komplett erstmal alles, sondern schau mir praktisch das jetzt erstmal an, wie das aussieht. Dann ist immer sinnvoll, wenn man gleich den Papierkorb in der Nähe hat, weil ihr seht ja hier lauter kleine Fusselteile. Das tue ich immer gleich über den Papierkorb hier gleich immer aus schütteln. Dann nehme ich euch jetzt halt einfach mal mit und mache das nicht offset. Aber was ich euch jetzt hiermit einfach erstmal zeigen wollte, könnt ihr das sehen? Ich stelle mich mal hin, damit ich es auch sehen kann. Ja, ich glaube, jetzt kann man es ganz gut sehen. Hier ist es super gut ausgestanzt und hier vielleicht eben noch nicht so gut. Das kommt halt eben ganz drauf an, auf welcher ja, Walzen. Unsere Kurbelmaschine hat ja so eine Walze drin, gell? So eine Stahlwalze. Auf welcher Stelle die halt eben kräftiger auskurbelt und nicht so kräftig auskurbelt. Ich weiß nicht, wie ich sonst erklären soll. Auf alle Fälle, was ich mache, ist, ich kurbel es einfach nochmal aus. Also ich gehe nochmal jetzt in meine Maschine einfach rein. Meistens reicht es dann eben schon, wenn man es nochmal reingeht. Vielleicht an eine andere Stelle von der Stanzplatte vielleicht eben auch legen. Einfach mal den Standort ein bisschen verlegen. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Also dass man es einfach vielleicht mal nochmal woanders hinlegt. Jetzt gucke ich mal, ob es jetzt schon mir reichen würde. Das könnte vielleicht noch ein bisschen zu schwach sein, aber jetzt probieren wir es einfach mal, ob es mir es auch so rausdrückt. So, das mache ich jetzt mal tatsächlich offset sauber. Und hier mein nächster Tipp. Ich liebe in der Zwischenzeit diese kleine Bürste. Das wäre mein nächster Tipp eben hier, wenn ihr so eine Bürste habt. Dann drehe ich jetzt in der Tat schon mal hier meine Form um. Und gehe mit der Bürste über diesen Stanzrahmen drüber, nicht auf das Papier, sondern eben über meine Stanzform hier drüber. Denn so macht ihr das Papier nicht kaputt und bürstet euch genau die Teile ja eben raus, die jetzt eben weg sollen, bevor ihr da vielleicht mit einer Prickelnadel jetzt wirklich jedes einzelne Teil vielleicht eben durchdrücken müsst. Also gerade wenn ihr so solche filigranen Motive habt, dann fallen die ja nicht so automatisch raus, auch wenn sie wirklich super
ausgestanzt waren schon. Also ihr seht schon, wie schnell man da eben dann die ganzen Reste jetzt eben auch wegkriegen würde. Ich gehe das gerade mal in meinen Papierkorb. Ist natürlich ein bisschen antistatisch, wie es so schön heißt. Die Papierfetzelchen, die bleiben jetzt da schön auf meiner Matte drauf und fliegen jetzt hier überall rum. Aber das ist Offset, gell? So, dann seht ihr ja, hier sind noch ein paar Teile da. Ihr könnt also da praktisch einfach nochmal drüber gehen. Also bevor ich tatsächlich nicht komplett mit meiner Bürste drüber gegangen bin und einfach nochmal geguckt habe, entferne ich tatsächlich diese Stanzform noch nicht von meinem Papier. Das macht es einem wirklich viel, viel, viel leichter, nimmt einem die ganze Arbeit weg, um dann die einzelnen Teile hernach vielleicht doch mit der Nadel komplett auspulen zu müssen. So, das dürfte eigentlich fast reichen. Und jetzt seht ihr, jetzt gehe ich da mal mit weg. So sieht das Ganze jetzt eben auch aus. Ja, ich lasse das jetzt nochmal hier, weil ein paar sind ja noch da. Und die kann ich jetzt praktisch, so wie man es vielleicht sonst auch gemacht hätte, hier jetzt einfach nochmal mit so einer kleinen Nadel. Das genau, das war jetzt die Stelle, wo es mir noch nicht so genau perfekt ausgestanzt hatte. Also vielleicht wäre es jetzt sinnvoller gewesen, nochmal drüber zu gehen, könnt ihr sehen. Hier diese Stelle hier. Ne? Aber ich kriege die dann, glaube ich, ja, doch immer ein bisschen fester drückt. Dann gehen sie schon komplett raus. Man möchte halt bloß jetzt nicht das filigrane Kunstwerk hier zerstören. Das wollte ich euch aber jetzt erstmal zeigen. Aber jetzt hat er ja die komplette Größe gelassen. Was ich ja jetzt aber noch machen wollte, weil ich habe ja jetzt zufälligerweise das Papier in der Größe so ungefähr schon mal zugeschnitten gehabt. Aber ich will es ja nur in dieser Größe hier haben. Also hole ich wieder meine... Ihr seht, ich bin videomäßig noch nicht so fit. Aber ich möchte ja auch, dass ihr immer live dabei seid. Also nicht so wie dann so ein Starkoch, der immer schon alles perfekt so vorbereitet hatte. Gell? So, mal gucken, ob ihr wieder schön drauf seid. Also, das könnte ja ein größeres Papier gewesen sein. Es könnte ja total schief drauf gewesen sein. Ihr wollt es ja vielleicht, oder ich in dem Fall, ich will das ja genau in dieser Größe haben. Und dann lege ich mir jetzt, kann ich jetzt im Nachhinein natürlich das noch hier drauflegen. Wenn ich aber von vornherein weiß, dass ich das genau in der Größe haben möchte, dann würde ich das natürlich klugerweise hier praktisch so zusammen drauflegen und einmal durchkurbeln. Ne? Aber jetzt habe ich es halt eben schon gemacht, weil ich euch einfach mal zeigen wollte, dass man es einmal so ausstanzen kann, ohne dem Rahmen und einmal mit dem Rahmen. Dann gucke ich einfach nochmal, dass ich auch wirklich überall schön, überall den gleichen Abstand eben auch habe. Und jetzt kurbe ich das Ganze eben nochmal durch. Nehme also wieder meine Lappen durch die Maschine durch. Einmal knack. Und schon habe ich meinen Rahmen ausgestanzt. So, bitteschön. Den könnte man vielleicht noch aufheben oder man wegschmeißen, falls man weiß, man braucht es vielleicht so schnell nicht. Und jetzt habe ich das genau in dieser Größe ausgestanzt, wie ich es dann eben auch haben möchte. So, das ist das Erste, was ich vielleicht danach brauche. Was brauche ich noch für meine Karte oder wie will ich weitergehen? So war das. Moment, erstmal wieder Platz machen. Ich will ja jetzt diese Karte machen. Mit einem Hintergrund. Und da dachte ich mir, mit diesen Brushes, also mit diesen schönen Farbpulvern. Und dafür hole ich mir ein Aquarellpapier, also ein Aquarellpapier, wo ich wirklich mit Wasser eben auch arbeiten kann. Und das hat natürlich dann so ungefähr die gleiche Größe. Die habe ich mir jetzt schon mal so zugeschnitten. Da könnt ihr irgendein Aquarellpapier nehmen oder Watercolor Paper. Ich habe mir da auch mal einmal eins von Craft Perfect, ist auch von einer Tonic-Firma, mir mal so einen kompletten A4-Block geholt. Aber ich denke mal, für diese Hintergrundgestaltung, da reicht, egal von welcher Firma, einfach ein Aquarellpapier. Bloß Aquarellpapier ist jetzt tatsächlich wichtig, weil wir wollen jetzt eben mit Wasser arbeiten. Was ich jetzt aber noch drauf vorbereiten möchte, ich mache jetzt gerade mal meine Kurbelmaschine mal weg und meine Unterlage auch, weil jetzt wird es nass. So, ich habe meine Unterlage weggemacht. Jetzt ist es ein bisschen zu dunkel. Gell? Ich versuche es gerade mal ein bisschen heller zu machen.
Weil jetzt wird es nass. Ich habe mir eine Sprühflasche mit Wasser geholt. Da könnt ihr irgendeine Sprühflasche eben einfach nehmen mit Wasser. Und ich fange jetzt einfach mal mit diesen Farben hier an. In dem Fall möchte ich ganz gern so einen Rot-Gelb-Orange-Ton dann eben benutzen. Und die Farben heißen hier Catherine Wheel, das ist die Farbbezeichnung, und Solar Flare, die beiden Farbnuancen benutze ich. So, und jetzt ist das Experiment folgendes, dass man, also der, die jetzt eben noch nicht kennt, das ist, wie schon gesagt, das sind Farbpigmente, das ist einfach Pulver. Ich tupfe da einfach nur so ein bisschen drauf. Ihr seht schon, dass da auch ein bisschen Staub, so eine Staubwolke zuerst auch rauskommt. Also nicht fest drücken, denn da kommt unwahrscheinlich viel Pulver jetzt eben auch raus. Deswegen, ich klopfe es auch tatsächlich erstmal ganz vorsichtig drauf. Das gleiche mache ich mit dem Gelben aber auch schon. Jedes Ergebnis wird einfach anders aussehen. Also da könnt ihr euch praktisch nicht drauf verlassen. Da muss man ein bisschen experimentierfreudig sein. Da muss man einfach auch ein bisschen mutig sein und sagen so, okay, ich weiß noch nicht, wie das Endergebnis aussehen wird. Irgendwie wird es schon werden. So, einmal drücke ich da ein bisschen fester drauf, dass man ein bisschen noch mehr drauf geht. Ist mir noch ein bisschen zu wenig. Oder ich schüttel die Flasche einfach mal ein bisschen noch. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr drauf. Aber Rot ist sowieso meistens immer noch ein bisschen farbintensiver. So, und jetzt gehe ich mit Wasser drüber. Achtung, jetzt passierte Magic. Weil jetzt gehen aus diesen Farbpigmentpulvern ja, wird mehr oder weniger Aquarellfarbe draus. Ich mache das Papier auch richtig schön nass. Deswegen war jetzt die Unterlage so wichtig, dass man da irgendwas drunter natürlich hat. Nicht, dass ihr euch da irgendwas jetzt eben schmutzig macht. Ja, und jetzt, wenn das natürlich richtig hier nass ist, dann kann man natürlich jetzt hier auch nochmal so richtig schön die Farbpigmente verlaufen lassen. Und vielleicht, jetzt hole ich nochmal schnell was. Mal schnell eine Schere, damit ich nicht mit meinen Fingern reinfasse, und gehe einfach noch mal mit der Farbe drüber, da wo ich denke, so, da könnte es noch mal Farbe gebrauchen. Da darf es ruhig ein bisschen kräftiger von der Farbe sein. Und da hört einfach nicht auf, seid auch da mutig genug und immer wieder mit der Farbe drüber gehen, vielleicht auch immer wieder mit dem Wasser drüber gehen, was ich manchmal auch noch mache. Man kann auch ein Tuch natürlich auch schon gleich nehmen und vielleicht auch ein bisschen abtupfen. Dann könnt ihr das auch wieder ein bisschen anders verteilen, die Farbe. Jetzt seht ihr, jetzt ist es ganz, ganz blass geworden, die Farbe. Also gehe ich nochmal drüber. Und das mache ich so lange, bis mir einfach das Ergebnis gefällt. Und dadurch, dass man halt einfach nicht weiß, wie es davor aussieht, muss man sich einfach überraschen lassen und so lange halt einfach weitermachen. Hoppala, seht ihr, da ist mir jetzt das Gelbe ein bisschen zu weit rausgekommen, aber ich nehme einfach mal Wasser, also zu viel rausgekommen. Und lasse es jetzt hier einfach noch mal richtig schön verlaufen. Mal richtig Wasser drüber. Und das mache ich so lange, bis es mir gefällt. Es ist ein bisschen, wie sagt man so schön, schmutzige Arbeit. Aber es macht Spaß. Wenn ich dann übrigens so viel Wasser und Pigmente drauf gemacht habe, hier schimmert es auch schon so richtig, kann ich das Papier auch ruhig mal umdrehen und tupfe es vielleicht hier sogar auch noch mit rein, um das Ganze vielleicht dann nochmal verteilen zu können. Und wenn ihr dann noch kleines Papier übrig habt, was ich natürlich schon habe, dann tupfe ich mir das hier auch gleich rein, damit ich praktisch ein identisches Papier gleich habe, was ich für meine Karte auch gleich noch benutzen möchte. Also ihr seht, das kann ganz schön fies werden, aber es ist eine einmalige und individuelle Hintergrundgestaltung. Ich quatsch wieder totales Zeug, gell? Aber ich mache jetzt einfach mal Tupfen, Pulver drüber
wieder Wasser drüber, bis ihr denkt, so könnte man es stehen lassen. Eine andere Farbe vielleicht noch dazu, eine dritte Farbe vielleicht noch dazulegen. Ihr seht, ich habe so eine Glasmatte unten drunter, also von dem her, da kann dann überhaupt nichts passieren. Ist auch easy zum Saubermachen hernach auch. Dann, wenn ihr zum Beispiel doch zu viel Pulver benutzt habt, habt ihr solche kleinen Trockentupfer eben auch so drauf. Es kann ja ein Stilelement sein, vielleicht wollt ihr das ja eben auch noch so. Dann könnt ihr aber auf alle Fälle das auch hier einfach mal sauber machen und mit dem Föhn vielleicht auch drüber gehen. Dann sieht es nämlich wieder anders aus, was ich jetzt gleich mal machen werde. Ich werde jetzt die einfach erstmal föhnen und schaue, ob mir dann das Ergebnis gefällt und gehe dann eventuell nochmal drüber. Wie schon gesagt, bis mir halt eben dann das Ergebnis einfach mal, ja, gefällt. Jetzt bin ich ein paar Mal drüber gegangen mit der Farbe. Mir gefällt es eigentlich schon ganz gut, weil es schön farbintensiv ist. Vor allem, was ich euch jetzt auch mal ganz nah zeigen wollte, ist, dass diese, also gerade die von Nuvo hier, diese Schimmerpowder heißt es ja auch ganz speziell, die glitzert also wirklich ganz, ganz arg. Also hier sieht man ja eben auch, hier habe ich jetzt so einen richtigen dicken, fetten Pulverfleck drauf gekriegt, der also praktisch sich jetzt gar nicht mehr groß loslöst, außer ich würde jetzt nochmal ganz viel Wasser drüber geben. Aber das schimmert halt eben auch so schön und das gefällt mir eben auch gerade so bei dieser Hintergrundgestaltung. Also so wie ich das jetzt eben hier so hinhalte, würde es mir eigentlich ganz gut gefallen. Wie gesagt, ich habe praktisch noch ein identisches, also zumindest ein farbidentisches Spielraum, kleines Kärtchen noch gemacht, weil ich das eben dann auch noch benutzen möchte für meine Karte. Aber ich denke, es könnte vielleicht jetzt dann doch noch ein bisschen vielleicht gelb fehlen. Also ich höre immer noch nicht auf. Was ich vielleicht zwischendurch aber mache, weil ich wollte das ja als Hintergrund haben, dass ich hier wieder mein ausgestanztes Teil ja eben hole, weil das will ich ja praktisch hier so drüber kleben, damit praktisch das jetzt eben hier so als Hintergrund rausschaut. Und wenn einem das jetzt hier so gefällt, also eigentlich könnte ich es schon so fast lassen, gell? Ich hätte es nur irgendwie gedacht, ich will noch ein bisschen mehr ganz klares, kontrastreiches Gelb vielleicht drauf haben. Ich probiere das einfach nochmal, indem ich jetzt hier mit diesem Gelb hier nochmal drauf gehe. Vielleicht bringt das jetzt hier eben auch noch was. Das sind jetzt eben diese Brusho-Farben. Ihr seht, ich bin schon noch ganz voller Farbe natürlich. Ne? Das sind diese Brusho-Farben. Da habe ich einfach, anstatt dass ich hier immer den Deckel aufmache, dann kommt mir das Pulver zu extrem rüber, habe ich hier oben ein kleines Löchlein gemacht und habe dann immer eine Nadel drin. Und dann kann ich das praktisch hier auch so als Pulver so rausstreuen. Dann kommen auch nur so ganz zarte Farbpigmente jetzt eben auch raus. Und die streue ich jetzt hier nochmal drauf, gehe nochmal mit Wasser drüber und mal schauen, vielleicht gefällt mir dann das Ergebnis. Und nehme euch wieder mit, wenn es mir dann gefallen hat, wenn ich dann praktisch fertig bin. Also ich gehe jetzt wieder mit Wasser drüber, tue es dann aber auch mit dem Föhn wieder erhitzen, damit ich praktisch nicht zu lange warten muss, bis das Ganze dann wieder eben schön trocken ist. Bis gleich. So, ich habe in der Zwischenzeit mal wieder versucht, meine Hände sauber zu machen, damit ich nicht ganz so farbig mehr aussehen, habe meine andere Unterlage wieder unten drunter und habe nochmal nachgeguckt, ob es diese Farben hier übrigens, also diese Brusho-Farben hier überhaupt noch bei Stamping Up zum Beispiel gibt und habe auch gerade gesehen, habe gesagt, ja, wir haben zwar 6 neue Farben, die sich praktisch mehr nach den Farbtönen dann von unseren ja hier restlichen Farbfamilien halt eben dann besser dazu passen, weil das waren jetzt hier, das war die erste Lage, die es mal bei Stamping Up gab. Das hatte überhaupt nichts mit den klassischen Stamping Up Farben zu tun. Und die offenbar haben sie dann praktisch hier nach diesem Mangogelb, Wassermelone, Bermuda Blau, Osterglocke, grüner Apfel und Amethyst, dass die praktisch so ein bisschen halt eben angelehnt sind zu den Stamping Up Farbfamilien. Wollte ich einfach noch mal kurz geguckt haben, bevor ich jetzt eben das Ganze hier wegräume, weil die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe zum Teil ja eben auch die hier benutzt. Habe aber eben auch, wie zum Beispiel hier, habe ich jetzt hauptsächlich nur mal das Gelb hier drauf getan von Nuvo. Ein bisschen gemischt mit dem Gelb halt. Also ich habe hier wild rumgespielt. Bei dem hier wart ihr mit dabei. Ich denke mal, da höre ich jetzt eben einfach mal auf. Ich habe hier nochmal Gelb drauf getan, damit es halt eben nicht nur so diesen Rot-Orange-Touch hat. Dann bin ich hier mal so richtig ins ganz Dunkle eben auch gegangen. Also mit ganz viel lila Tönen und Blau habe ich hier auch noch reingestreut so ein bisschen und hier eben auch. Also ich habe einfach wild rumgespielt. Das Einzige, was ich immer zwischendurch mal wieder gemacht habe, ist, ob mir das dann praktisch jetzt so gefallen würde. Weil wie schon gesagt, das ist für mich ja eben jetzt hier so dann als Hintergrund gedacht, hier für dieses Ausguckfenster.
glaube, so kann man es ganz gut sehen, gell? Ob es entweder damit benutzt oder jetzt eben hier so komplett mit Gelb durchscheinen. Das wirkt dann wieder ganz anders, wenn man sowas dahinter hinterlegt. Oder halt eben wie mein erstes, was ich mir so in Orange, Rot, Gelbtönen halten wollte. Oder das hier ist zum Beispiel ganz dunkel geworden, aber wenn es ja sowieso nur der Hintergrund ist, ja, würde das dann praktisch so aussehen. Und warum ich hier meinen zweiten Ton gemacht habe, also praktisch nochmal ein zweites Stück Papier, so ein kleines, das seht ihr jetzt, wenn ich jetzt euch zeige, wie ich meine Karte weiter gestalten möchte. So, jetzt tun wir mal diese Teile hier mal alle weg. Also ich habe jetzt praktisch einen, weil wenn man schon am, das wollte ich eben auch sagen, also wenn ihr schon am Klecksen seid und am Rumsprühen und Sprenkeln und Streuen und so und die Arbeitsfläche wird immer schmutziger und immer schmutziger, dann bietet es sich einfach halt an, noch mehrere Farbmuster eben auch zu gestalten. Ob ihr das dann für die gleiche Karte benutzt, was mir jetzt gerade oder was ich jetzt eben gerade gestalte, oder ihr die dann einfach aufhebt und schaut, womit ihr die dann vielleicht später noch als Stanzteile, Stanzmotive oder auch benutzt. Ja, da könnt ihr ja dann eben einfach auch gucken, wie ihr die eben auch weiter nutzen wollt. So, ich will allerdings jetzt weiterschauen zu meinen Stanzmotiven hier. Sind wir ja. Das habe ich ja schon benutzt. Das heißt, also ich nehme jetzt zum Beispiel so eins. Wir fangen jetzt hier einfach mal mit dem Orangen an. Das will ich jetzt praktisch hier so als Hintergrund eben auch haben. Dann dachte ich mir, ich will noch diesen Spruch hier eben auch haben. Das heißt hier With Love. Und dafür habe ich eben so ein kleines Aquarellpapier davor auch schon immer zurechtgeschnitten gehabt, weil ich das dann damit hier so wunderbar ausstanzen kann. Das kann ich gleich mal machen. Da hole ich mal meine kleine Mini-Kurbelmaschine her. Wo sind meine beiden Platten? Einmal hier, dann den Spruch drauf. Da kann ich dann noch gucken, welchen Ausschnitt von dem Papier mir vielleicht eben auch besser gefällt. Oh, ich mache es, glaube ich, vielleicht tatsächlich so. Obwohl, ist, glaube ich, eigentlich total egal. Ich mache so rum und stanze das Ganze mal aus. So. Also gerade für diese ganz kleinen Stanzformen liebe ich meine kleine Stanzmaschine. Brauche ich nicht dieses Riesenteil immer. So. Und jetzt hat es geklingelt. Jetzt muss ich mal schnell an die Tür. So, weiter geht's. Ich habe schnell die Tür geöffnet, also habe ich jetzt eben dieses Teil hier genutzt, um jetzt eben hier den Spruch auszukurbeln. Der ist ja jetzt nicht so viel Kran wie das andere. Schauen wir mal, hebe ich es einmal ab. Ach, hier finde ich eigentlich auch ganz süß, da ist so ein kleines Mini-Herz drin. Heißt es wieder vorsichtig beim Wegschmeißen. Was schmeißt man weg? Hebe ich jetzt das kleine Herzchen hier auf, was hier drin ist oder nicht? Die große Überlegung jedes Mal. Naja. Also, ne? Das ist praktisch hier so, dass ich hier praktisch schon die passende Farbe habe, was man natürlich jetzt noch nicht so erkennen kann, weil es noch ziemlich wirr ist, der Hintergrund. Also da muss man noch was anderes dazu nehmen. Und zwar dieses Teil hier. Hier haben wir praktisch wieder so ein zweiteiliges Teil, was genauso funktioniert, wenn man es eben einzeln benutzt oder eben zusammen. Da schauen wir doch mal. Nehmen wir mal ein weißes Papier. Ich hoffe, das passt noch mit drauf. Und das finde ich nämlich hier so toll. Das hat nämlich hier praktisch solche, dass man das so drumherum klappen kann. Wird auch gleich begreiflich, wenn ich es euch zeige. Das lege ich aber hier gleich nochmal drauf. Diesmal. Ups. So rum gehört es. Ich fixiere es mir immer ganz gern, dass es nicht nochmal hin und her rutscht. So und so. Und dann kurbeln wir das Ganze doch mal durch. Also, jetzt wird es wieder wackelig. Entschuldigt. Ein Frosch im Hals. Ich gehe wieder zurück. Es war, glaube ich, ein bisschen filigran, also deswegen schaue ich auch erst nochmal nach. Aber ich denke mal, da ist das Ergebnis schon mal wunderbar. Da reicht es, wenn man das einmal durchkurbelt. Einmal, das ist zur Seite, das brauche ich nicht. Das hier zur Seite, das sehen wir natürlich auf, das schmeißt man nicht weg. Dann gehe ich hier vielleicht auch einmal nochmal schnell mit der
Bürste drüber. Da kommen doch einige kleine Teile raus. Jupp. Und schon habe ich meinen schönen Rand. Oh, das war mein Computer, der mir irgendwie was sagen will. Mich an irgendwas erinnern will. So, jetzt bauen wir doch mal, schauen wir noch mal, ob wir das Puzzlestück schon ein bisschen aufbauen können. Das heißt, das hier wollte ich jetzt vielleicht, schauen wir mal, ob das schon die gleiche Größe ist. Na, ist ein bisschen zu groß, also schneiden wir das ein bisschen kleiner. Mit dem kleinen süßen Hebelschneider. So, was ist was? 2 mm, was da noch vielleicht ab kann, ne? Damit es nicht so ganz rausschaut. So, haben wir das. So dürfte es passen. Ja, wunderbar. Und dann kommt doch das hier so drüber. Und das finde ich hier so schön. Hier hat es nämlich schon so eine kleine Einkerbung. Da kann man das hier so drumherum machen. Einmal hier und einmal hier. Und dann wird es so festgehalten. Und passt es genau hier so rum. Und das Beste ist jetzt, ich klebe das jetzt gar nicht. Also ich muss jetzt das hier gar nicht mit ganz vielen Klebeelementen hier oder Klebepunkten oder sonst irgendwas draufkleben. Ich lasse das jetzt einfach so. Fixiere das lediglich nur mit dem hier. Muss ich mal schnell meinen Kleber holen. Gerade das, was ich griffbereit habe. Und tue jetzt mal kurz hier einen Flüssigkleber drauf. Ihr seht, ich bin wieder super vorbereitet gewesen. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal schnell den Kleber. Ich spreche gerade so nasal, weil ich hier die Nadel hier im Mund hatte. So, und jetzt ist noch ein bisschen gebogen, falls ihr es gemerkt habt, durch das viele Nasse und Trocknen, aber das glättet sich gleich wieder. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, welche Blume hier oben haben oder hier unten haben. Ich mache sie, glaube ich, hier unten hin. Und versuche das Ganze jetzt mal so schön mittig zu platzieren und klebe das dann jetzt hier so dran. Ups, seht ihr, wie es hinten aussieht? So. Et voilà. Hier bin ich irgendwie mit der Farbe groß dran gekommen. Oder meine Finger waren einfach noch zu farbig. So, dann habe ich ja noch hier diese Aussparung, weil das möchte ich jetzt hier schon hier so drauf haben. Also das wird jetzt praktisch hier noch so drauf geklebt. Damit man praktisch hier so einen neutralen Hintergrund wieder hat. Jetzt gucke ich gerade, wie mir das gefallen würde. Ja, nee, das klebe ich so komplett drauf. So. Einmal richtig schön in die Aussparung hier mit rein. So. Ja. Ich glaube, ich will noch was machen. Ich nehme das mal schnell weg. Ich habe nämlich was vergessen, was ich noch machen wollte. Aber das klebt ja noch nicht komplett. Jetzt seht ihr mich live, wie ich hier was rumhunze. Ich möchte hier... Oh, hat doch schon ganz schön geklebt. Schaut mal her, so gehe ich teilweise vor. Dann bin ich wieder zu schnell am Kleben gewesen und dachte mir so, nee, Moment mal. Keine Panik, ich habe die Karte nicht zerstört. Aber das hier kann man ja, finde ich, auch nicht so richtig erkennen vom Kontrast weiß-weiß. Da muss noch was dahinter. Also stanzt man noch mal kurz was aus. Da müssen wir noch mal einen Schritt zurück. Noch mal kurz einen Schritt zurück. Etwas geduldig. Und zwar will ich jetzt einfach diesen Rahmen hier, nur das hier, will ich jetzt praktisch noch mal ausstanzen. Und zwar mit einem schönen Designerpapier. Dann guckt man noch mal in den restlichen Designerpapieren, die ich so habe. Und das soll irgendwie auch so dazu passen.
Also gucken wir noch mal, ob da hier irgendeine Farbe dazu passt. Wie sieht es mit der hier aus? Nee. Was würdet ihr nehmen? So ein helles? Nee. Also, sagt Stopp, welches nehmen soll. Das Gelb vielleicht. Das sieht doch nicht schlecht aus. Das gefällt mir. Ja, dann nehmen wir das hier. Nehmen noch ein zweites dazu. Und das benutze ich, um das hier auszustanzen. Das hier. Hier. Meine Stanzplatte. Stanze ich jetzt auch nochmal aus. Einmal hier. Und da haben wir noch ganz viel Papierreste drauf. Also so. Ausstandsteile. Und kurbeln wir das nochmal durch. Es wird wieder ein langes Video mit mir. Klar, mein letztes war auch nicht kurz. Groß rumposaunen, dass ich mal wieder versuche, kürzere Videos zu drehen. Gell? Nee, das kriege ich einfach nicht hin. So. Gleich werdet ihr sehen, was ich meine. Da hat er mir das nicht richtig ausgestanzt, aber das brauche ich nicht. Ist egal. So. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, damit ich das hier, brauche ich mal kurz eine Schere, damit ich das hier mal ganz kurz hier mal abschneide. Wenn ich es jetzt korrekt gemacht hätte, dann hätte ich das natürlich, bevor ich das hier aufklebe, drunter geklebt. Aber jetzt werde ich es bestimmt auch noch so hinkriegen. Ihr seht, ich murkse da jetzt also wild rum. Gucken, dass es das mal reinpasst. Weil dann gefällt mir das, glaube ich, doch etwas besser. Ich muss nur noch ein Stückchen abschneiden. Jetzt kommt hier jemand rein, mitten in meine Aufnahme. Da ist nur meine Tochter. Die will bestimmt gucken, was ich hier mache. Oder will sie mich was fragen? Willst du mich was fragen? Okay, dann sprich, Kind, was willst du? Was willst du mich fragen? Könnte sie, wenn ihr Vater ja sagt, auch heute hier schlafen? Ihr seht, hier geht es immer ab. Ja, wenn es für Papa in Ordnung ist, okay, von mir aus. Okay, sieht geil aus, was machst du da? Dankeschön, die Karte. Lea. Ja. Genau. Sie hat gerade auf die verschiedenen Farbmuster gezeigt. So, gell? So wirkt doch das ganz anders wieder. Ich schneide das jetzt hier noch ein bisschen ab. Zwischendurch wird man mal gefragt, ob die Freundin übernachten darf. So, wir kriegen es noch hin, wir kriegen es noch hin. So, und das Ganze jetzt hier. Ja, oh Gott, jetzt wird natürlich laut gerufen, weil sie die Tür nicht zugemacht haben. That's life hier bei mir. So, jetzt halt aber. Ihr seht, wie ich dann hernach dann einfach noch ein bisschen korrigiere und da was mache und dort was mache. Ja, so ist es halt, gell? Ich habe wieder die Stecknadel im Mund, deswegen rede ich so komisch. Aber ich habe ja gesagt, ich bereite jetzt mal gar nichts groß vor, sondern bastel einfach mit euch live. Und schau mal, ob ich das noch hinkriege, ob ich noch eine Karte hinkriege. Ne? So, jetzt klebe ich das praktisch genau hier unten drunter hin. Ja, so gefällt mir das gut. Jetzt kann man das hier wieder dahin kleben. Ich könnte auch mal einen anderen Kleber holen, aber jetzt mache ich hier einfach weiter. Ich habe diesen Flüssigkleber in so eine kleine Flasche reingetan. Für so ganz filigrane Klebeflächen. Und da tue ich dann immer so eine Stecknadel wieder oben rein, damit mir das halt eben nicht zuklebt. So, bitteschön. Jetzt darfst du da wieder rein. Ja. Jetzt habe ich es immer dreckiger hier gemacht. Oder immer mehr farbiger. So, wo ist mein Spruch? Mein Spruch. Ja, jetzt sieht es schon viel besser aus. Weil das Ganze will ich nämlich jetzt auch noch hier so draufkleben. Das Puzzlestück nimmt langsam Form an. Hier muss ich noch irgendwie überlegen, das gefällt mir vielleicht nicht, dass ich das jetzt hier so noch so abstehen habe, aber dafür hole ich mir jetzt einfach auch mal andere Kleber. Moment mal, ich bin gleich wieder da. So, jetzt habe ich einen Kleber geholt. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich jetzt richtig protze,
Ich protze, richtig. Das heißt, ich hätte jetzt diesen ganz normalen Klebestreifen gehabt, aber wenn ich jetzt vom Protzen spreche, ich muss mich gerade mal wieder strecken, dann klebe ich das sogar mit 3D-Klebestreifen auf. Und ich habe da diese dick große Rolle hier. So. Genau. Das heißt, jetzt mache ich das richtig schön mit Abstandsklebeband. Und dann wird auch die Karte richtig schön wieder gerade. Ich hoffe, ihr seid noch auf dem Bild. Ihr fragt euch bestimmt, soll ich das jetzt nicht erstmal zurechtschneiden? Oder ich frage mich jetzt gerade, wäre es nicht sinnvoller, dass ich dieses Papier erstmal in die richtige Größe schneide? Ja, würde Sinn machen, oder? Kann das jemand für mich schon mal erledigen? Kann das jemand für mich schon mal hier in die richtige Größe schneiden? Das wäre sehr nett, dann würde das Video nicht so lang gehen. Aber gut, mache ich es halt selbst, wenn keiner da ist. Ich hoffe, ihr bastelt vielleicht in der Zwischenzeit auch was. Wer hat denn auch schon dieses Designer Choice Set von Tonic? Hat das eigentlich jemand? Das würde mich auch mal interessieren. Was habt ihr denn damit gemacht? Was ich ja manchmal so schade finde, ist, dass wenn man, könnt ihr eigentlich Bilder posten zu den Kommentaren hier unter dem Film? Ich glaube nicht, gell? Das kann nur ich machen. Gell? Schade eigentlich. Weil das wäre doch toll, wenn ihr jetzt einfach selber da Bilder noch dazu posten würdet. So, ich schneide mir das jetzt erstmal hier zurecht. Was ihr in der Zwischenzeit vielleicht gebastelt habt. Und da mache ich auch, ihr seht, ich mache das hier so Eyeball-mäßig. Also auch gar nicht mal so viel weg. Das tue ich hier nur weg. Nicht, dass ich mir hier das Papier auf den Kleber klebe und mir es zerstöre. Mache ich nämlich auch mal ganz gerne. So. Jetzt hat. So. Gar nicht groß ausmessen. Einfach ein Stück ab. Mal gucken, ob das so passt. Ja, darf ruhig einen schönen großen Rand haben. Und dann haben wir gerade einen Bleistift da. Ja. Halte ich das mal gerade hier so hin. Würde ich mal sagen, so ungefähr. Und da. Mal wieder was ab. Also, Pi mal Daumen. So dürfte doch das jetzt gut aussehen. Oh, ist ein bisschen zu groß da oben, gell? Gut, gehen wir halt nochmal ran. Schneiden nochmal ein Stückchen ab. Ja, so passt es. So, jetzt können wir den Klebestreifen hier abmachen. Wir kommen langsam zum Ende. Langsam aber sicher. Es wird, es wird. Man glaubt es kaum. Gleich mal einen Papierkorb schneiden, schmeißen. Versuchen es gerade drauf zu kleben. Ja. Und dass das jetzt hier vielleicht nicht so absteht, da helfe ich mir vielleicht mit kleinen. Hier steht es auch ein bisschen ab, obwohl das lasse ich so. Da helfe ich mir einfach hier mit so einem klitzekleinen. Dafür ist es eben dann gut, ja? Dass ich hier so eine Mini-Öffnung habe. Dann kann ich den Kleber hier so punktuell anbringen. Weil der muss ja jetzt hier nur so am Rand festhalten. So noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Jetzt das Ganze mal umdrehen, andrücken. So, was hatte ich noch vor? Ich hatte noch vor, diesen Spruch hier drauf zu kleben. Und den möchte ich auch nicht so plan haben. Was ich schon vorbereitet hatte, ist, ich habe mal, das kann ich euch zeigen, ich habe mir mal das hier auch mal geleistet.
Und zwar hier so doppelseidet Foam Sheet. Also Foam ist ja eigentlich wie so, na, wie heißt Schaumstoff. Ne? Das ist so ein ganz dünner Schaumstoff, der halt, was halt der Vorteil eben auch ist, ist, dass er beidseitig klebt. Also hier habe ich eine Schutzfolie, die man eben hier abmachen kann. Und auf der Rückseite ist nochmal Schutzfolie. Und das fand ich ganz praktisch. Da habe ich praktisch das Gleiche hier, hier mit dieser Stanzform, ausgestanzt. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Das lassen wir jetzt hier einfach mal noch ein bisschen liegen. Und jetzt kann ich ja das hier einmal abnehmen. Machen wir mal das so. Gucken wir mal, ob es schon klebt. Ja, wunderbar. Das Einzige, was mir jetzt nicht gefällt, ist hier, dass ich hier so Farbspuren drauf habe. Ne? Da habe ich gekleckert. Ist nicht so schön. Mal gucken, ob ich das hier noch so abkriege. Ja, würde ich abkriegen, mache ich dann hier nach. Aber dafür habe ich extra so hier meinen Sand-Radiergummi. Und damit gehen dann die Farbteile schön ab. Oder hier muss ich mal gucken, was ich abkriegen will oder was vielleicht sogar so shabby-schick-mäßig nach oben drauf bleiben kann. Gucke ich mir hernach an. Da muss ich euch ja jetzt nicht mitnehmen. Das kommt davon einfach, weil meine Finger noch zu arg schmutzig waren. So, aber jetzt hier zu diesem Teil hier. Also so kommt es ja dann hier drauf, damit es ein bisschen, okay, ich kann es ja euch mal hier zeigen, ne? So wäre es mir vielleicht ein bisschen zu platt drauf gedrückt, also drauf geklebt dann. Deswegen will ich das ein bisschen erhaben haben und erhaben haben. Und dafür ist es zwar ziemlich dünn, aber es ist halt doch eine kleine Erhöhung. Und das Schöne ist ja eben, dass es dann eben so beidseitig zum Aufkleben ist. Also jetzt brauche ich erstmal die obere Schutzschicht, nicht das untere. Das untere geht jetzt wieder gleich ab, aber ich will jetzt erstmal das obere haben. Jetzt hat. Da haben wir es. Und ziehen es erstmal ab. Klebrige Angelegenheit. So. Möglichst, dass die Buchstaben nicht zu sehr das alles an meinem Finger kleben bleibt. Ups. Und schon klebt wieder der Finger dran. So, so. Ab. Mal kurz die Schere nehmen. So. So. Na, wir kriegen es noch hin. Frau Post kämpft. Jetzt habe ich gerade noch gesehen, dass hier auch noch so ein kleines Mini-Bisschen hier noch drin ist. So. Und jetzt versuchen wir das mal. Schön hier drauf zu kleben. Ja. Passt. Hier oben ist es noch nicht ganz stimmig hier bei diesem W. Jetzt hat. Du kommst hier so rüber. Jupp. Passt auch, passt auch. Da muss man wieder ab. Ist gut. Es funktioniert super. Weil, wenn man nämlich noch nicht fest drauf drückt, kann man es auch wieder gut abnehmen. Jetzt mal die Schere hier rausziehen. So. Ein bisschen mehr Geduld und außerhalb der Kamera macht ihr das natürlich viel exakter. Aber so geht es schon mal. Ganz gut. So, jetzt kann ich endlich den hinteren Kleber abmachen. Der war ja schon zum Teil ab. So. Das ist ja das Coole, ne? Dass ich jetzt praktisch jedes Mal die Klebefläche immer habe. So. Und jetzt kann ich das da dran kleben. With love. Dass ich an meinen Fingern immer wieder dran kleben würde. So. Okay. Auch ein bisschen offsetmäßig vielleicht mehr in die Mitte kleben hätte können. So, und um dass ihr euch jetzt übrigens mal vorstellen könnt, wie groß das Ganze eben auch ist. Ja, eine klassische Kartengröße, die ist ja diese hier. Das ist so eine klassische Kartengröße, so 10 mal 15 mal 14, knapp 15 cm. Und die ist schon viel größer. Ne? Also wenn ihr seht, ein bisschen größer. Also das wäre jetzt, wenn ihr jetzt praktisch hier nichts mehr dran machen würdet. Ja. Also nur, dass ihr auch die Größenverhältnis eben auch habt.
Ich dachte mir, vielleicht mache ich es mir. Also entweder schneide ich jetzt mir was Passendes zu oder ich tue es vielleicht auf so eine ganz große Karte noch kleben. Muss ich mir danach nochmal Gedanken machen. Weil, wie schon gesagt, das ist jetzt hier 10,5 cm. Ja, könnte ich vielleicht auch noch machen. Schauen wir mal. Also da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie groß jetzt praktisch meine Basiskarte jetzt eben auch sein wird. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Karte. Bis auf, dass ich hier so ein paar Farbspuren drauf habe. Das macht man natürlich ein bisschen sauberer dann. But, wie heißt es so schön? Was wir am Schluss natürlich noch machen können, ist einfach, weil hier sind so schöne Blümchen, damit man dann hier, wenn wir schon diese Nouveau Drops eben auch haben, ne, das sind diese Crystal Drops, dass ich da vielleicht einfach jetzt noch ein paar Perlen drauf mache. Vielleicht habt ihr kleine Diamanten, die ihr da drauf kleben könnt. Oder vielleicht habt ihr noch andere Klebeteile. Ich schaue einfach mal, wo ich da was drauf machen kann. Ups. Berühmte Vorführeffekt. Da meint man immer, das sieht ein bisschen pumpig aus, aber das wird hernach noch richtig schön rund. Hier kann ich noch eins drauf machen. Das abkreisen. Hier könnte ich noch eins drauf machen. Vielleicht noch hier eins noch drauf. Ich habe aber auch noch ein Gelb mir hergelegt. Vielleicht mache ich auch noch ein paar Gelbe. Jetzt muss ich nur gucken, damit die... Ja. Es klebt schön oben drauf. Hier könnte man noch eins drauf machen. Ja, und so kann man seine Karte noch ein bisschen weiter ausschmücken. Und ein bisschen weiter gestalten. Ich glaube, den mache ich hier einfach ein bisschen größer. Und schon hat die Frau Post, jetzt habe ich gematscht. Nee, aber jetzt hier mache ich mal so einen ganz, 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 ganz großen. So vielleicht. Jetzt muss ich das erstmal trocknen lassen. Und ich würde jetzt mal sagen, das lasse ich jetzt mal trocknen. Werde einfach die anderen Musterkarten nochmal fertigstellen und dann zeige ich euch einfach mal die Farbauswahl. Ja, bis gleich. So, jetzt haben wir es geschafft. Ihr habt es geschafft, weil ihr bis zum Ende durchgehalten habt und mir zugesehen habt. Und ich habe es auch tatsächlich geschafft, 4 Karten fertig zu bekommen. Also das war jetzt die erste, wo ihr ja mit dabei wart, wo ich praktisch hier ein bisschen rumgepfuscht habe, weil ich ja eine Lage Papier noch da drunter kleben wollte und, und. Und ja, hier habe ich ein paar Farbflecken halt einfach noch hingekriegt, weil meine Finger halt immer noch nicht richtig sauber sind. Ne? Und sobald ich nämlich auch mit irgendwas Flüssigem, sprich auch einem flüssigen Kleber in Verbindung komme, löst sich natürlich diese Farbe auch gleich wieder auf. Hier habe ich jetzt, das zeige ich jetzt eben nochmal, habe ich dieses With Love ja praktisch nochmal auf so einem Schaumklebepad dann nochmal extra ausgestanzt, um das erhaben zu kleben. Denn ich habe jetzt bei einer anderen Karte hier, das ist jetzt hier eben meine orange-gelbe Karte. Hier, das ist jetzt eben hier so mit dem anderen Hintergrund, wo ich ziemlich ins Violette gegangen bin. Da habe ich diese Lage hier mit Schaumstoffklebeband praktisch erhöht. Ja, das habe ich ja hier plan aufgeklebt, aber den Spruch erhöht. Und hier habe ich das andere erhöht und den Spruch dafür aber dann da plan aufgelegt. Dann habe ich hier die Blume nach unten gelegt. Hier habe ich sie eben ein bisschen nach oben gelegt. Ehrlich gesagt hat mir dann das jetzt sogar ein bisschen besser gefallen. So, jetzt gucke ich mal. Das ist jetzt praktisch diese Farbe hier gewesen. Dann hatte ich noch so einen ähnlichen Farbton, bloß mehr in dem Violettton. Das habe ich dann hier mit so einem Türkisgrün so ein bisschen hinterlegt. Hier habe ich auch noch und hier schon so ein paar Drops auch noch mit drauf geklebt. Und die letzte Farbe, ich muss nur ein bisschen aufpassen, meine Drops sind, glaube ich, noch nicht so ganz trocken. Nicht, dass ich sie jetzt mir irgendwie kaputt mache. So kann ich sie drauflegen. Und das ist noch meine letzte. Das ist jetzt eben hier so in Gelb-Grün dann eben auch gewesen. Da bin ich dann eben genauso vorgegangen. Jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter weg, damit ihr praktisch alles nochmal sehen könnt. Alle Farben, wo ich eben auch hier das wieder erhöht habe, dann die Schrift einfach wieder so drauf geklebt habe und dann bin ich einfach noch mit den Drops ja nochmal spielen gegangen. Also hier hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ich dann hier ganz viel von diesen Glitzer-Drops drauf gemacht habe. Ich hole euch mal ein bisschen näher hin, so kann man es ganz gut sehen. Ne? Und so seht ihr auch den Hintergrund jetzt eben auch nochmal. Also mir hat total viel Spaß gemacht, da einfach mit den Hintergründen auch so ein bisschen zu spielen.
Denn so guckt doch, so sieht doch dann jede Farbe auch wieder, jede Karte auch wieder ein bisschen anders aus. So, ein bisschen aufpassen. So kann ich nach oben gehen. Ja? Dann kann ich die Farbe hier noch dazulegen. Hier habe ich auch hier noch so ein paar Drops dazugelegt, dazu getan. Hier eben auch. Hier habe ich sie weggelassen. Hier habe ich aber auch welche drauf getan. Und die Drops waren jetzt jedes Mal immer so auch von diesem Nuvo, von dieser Marke Nuvo. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Drops, die man da so drauf tupfen kann. Ja, jetzt bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie schon gesagt, das ganze Set war jetzt eben hier aus dem Designer Choice von Tonic Studio. Da haben wir bis auf dieses hier eben dann komplett das ganze Set hier benutzt. Und ja, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Würde mich freuen. Über einen Daumen natürlich nach oben wieder. Und schreibt mir doch bitte, ob ihr dieses Set eben auch habt, ob ihr dann noch mehrere Beispiele sehen von wollt oder ja, zu welches Interesse ihr eben noch habt für ein nächstes Video. Bis dahin seid fleißig und kreativ und eine schöne Zeit. Eure Jasmin.